Sawadika und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus Thailand. Wir begrüßen euch heute direkt von der wunderschönen Insel Bang Krachau. Und hier kann man mit dem Fahrrad wunderbar die Insel erkunden. Also kommt doch einfach mit! Bang Krachau wird auch gerne die grüne Lunge Bangkoks genannt. Es ist eine künstliche Insel, die durch eine Biegung des Flusses Chao Phraya gebildet wird. Hier läuft das Leben etwas ruhiger. Viele nutzen den Ort als kleine Auszeit vom Trubel der Metropole und es soll die beste städtische Oase Asiens sein. Das wollen wir auf jeden Fall erleben und so machen wir uns auf den Weg zum Klong Toei Pier. Es ist einer der beiden Orte, von denen man mit einer kleinen Fähre, naja, wohl eher ein wackeliges Holzboot, auf die Insel kommt. Den Standort verlinken wir euch gerne in der Videobeschreibung. Die Bootsfahrt dauert bloß 10 Minuten und kostet 5 Baht pro Person. Das sind nur 14 Cent. Der Weg über den Chao Phraya lohnt sich auf jeden Fall und ist schon ein tolles Erlebnis für sich. Auf der Insel angekommen, gibt es direkt einen großen Fahrradverleih am Pier. Die Miete für ein Fahrrad pro Tag kostet 80 bis 100 Baht, also ca. 2 bis 2,70 Euro. Total günstig. Zwischen 7.30 Uhr morgens und 6 Uhr abends kann man hier die Bikes ausleihen. Total praktisch, denn zu Fuß dauert es ganz schön lange, die Insel zu erkunden. Also ist ein Fahrrad echt empfehlenswert und macht dazu auch noch einen Riesenspaß. Die Wege sind wirklich gemütlich. Der Verkehr hält sich in Grenzen, sodass man ganz entspannt über die Insel radeln kann. Gleich am Anfang, nach etwa einem Kilometer, befindet sich ein wunderschöner Park. Er ist ein absolutes Highlight dieser Flussinsel. Eine tolle Oase mit vielen Seen, Tieren, Holzpavillons und einer unglaublich entspannten Atmosphäre. Da kann man fast gar nicht glauben, dass drumherum das wilde Leben Bangkoks tobt. Hier fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Unglaublich! Weiter geht's auf der Landstraße. Hier haben wir direkt eine sehr beliebte Garküche entdeckt. Jetzt gibt es erstmal eine Erfrischung. Wir haben uns einen leckeren Mangosmoothie bestellt, der selbstverständlich frisch zubereitet wird. Das Rezept verlinken wir euch mal in der Infobox. Zur weiteren Stärkung gibt es noch ein paar Pad Krapau und Gravy-Nudeln. Frisch gestärkt geht es nun weiter. Von der Landstraße aus gehen rechts und links Pfade entlang, teilweise sogar betoniert. Hier kommt man mit dem Fahrrad super durch und kann viele kleine ursprüngliche Fischerdörfer entdecken. Die Häuser stehen teilweise auf Pfeilern im Wasser. Die Insel ist touristisch übrigens nicht überlaufen. Es ist alles total entspannt und ruhig. Herrlich!
Wir sind nun an einem richtig tollen Coffeehaus angekommen. Hier gönnen wir uns einen hausgemachten Honey Lemon Eistee. Richtig lecker und erfrischend bei dem Wetter. Das gemütliche Café verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Nun radeln wir langsam zurück Richtung Pier. Mit dem Boot geht es wieder zurück in das bunte Leben Bangkoks, denn wir haben noch viel vor in unserer Lieblingsstadt. Abonniert am besten gleich unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis bald. Tschüss.